Hallo und herzlich willkommen zum 35. Internationalen Dogfest München at Home 2020. Ja, ein ganz spezielles Dogfest mit einer ganz speziellen Möglichkeit für Sie, Filme zu sehen vom Dogfest. Mein Name ist Eleonore Daniel. Ich bin seit Jahren Moderatorin hier auf dem Dogfest. Sie haben nun gerade gesehen Autobahn aus der Reihe Student Award von Daniel Amber. Und wir freuen uns ganz sehr, dass auch in dieser speziellen Zeit wir eine Möglichkeit gefunden haben, mit dem Filmemacher persönlich zu sprechen. Ich begrüße nun ganz herzlich Daniel Amber. Hallo! Hallo, schön, dass es klappt. Ja, bin ich auch ganz glücklich. Wo habe ich dich denn jetzt gerade erreicht? Ich sitze zu Hause. Wie nennt man das? Hausquarantäne oder Homequarantäne? Manche sagen auch Homeoffice. Nein, das ist es nicht bei dir. Ist es auch. Es ist alles gemischt zusammen. Ja. Kreative können ja wenigstens noch manchmal zu Hause arbeiten. Ist das bei dir auch so der Fall? Na, tatsächlich. Ich kann von zu Hause ziemlich viel weitermachen. So, das hat, ich habe es relativ gut. Das darf nicht mehr ganz dazu sagen. Okay. Wir haben ja gerade einen wunderbaren Film Autobahn gesehen. Das ist letztendlich eine Langzeitstudie geworden. Du hast, wenn ich das richtig gesehen habe, 2011 zum Drehen angefangen und 2018 ist dann endlich dieser Autobahnabschnitt eröffnet worden. War das von Anfang an klar, dass es sich so lange hinziehen wird? Nein, überhaupt nicht. Stark genug, wir wollten, eigentlich sollte es unser Abschlussfilm werden von der Filmuniversität Potsdam. Mhm. Und das hat nicht geklappt. Weil dieser Autobahnbau hat sich so dermaßen verzögert, was man auch gesehen hat, dass das quasi unsere Abschlussfilmidee mussten wir verwerfen, weil das ging nicht. Es hat einfach viel zu lange gedauert alles. Aber lieberweise war die Filmuniversität so freundlich, dass wir dann den Film trotzdem fertigstellen dürften. Ursprünglich hatten wir gedacht, 2015 wird es fertig sein, aber dann gingen die Bauarbeiten und somit die Dreharbeiten bis 2018 tatsächlich. Wie bist du denn eigentlich auf das Thema gekommen? Ich meine, du bist aus den Niederlanden und es ist ja direkt diese Verbindung, diese sehr bekannte und wichtige Europa-Verbindung von Amsterdam über Berlin nach Warschau. War das schon immer, warst du oft im Stau gestanden in Bad Oeynhausen und deswegen... Ja, tatsächlich. Also ich bin Niederländer und wohne in Berlin. Also ich bin oft oder öfter mal hin und her gependelt, um Familie zu besuchen. Und dann war immer Bad Oeynhausen war so der Nadelöhr, wo man vorher quasi Wetten abgeschlossen hat. Na, wie lange wird es diesmal dauern, bis wir durch Bad Oeynhausen durch sind? Wie lange werden wir im Stau stehen? Und eines Tages, während ich da quasi wieder bei Bad Oeynhausen ankam, war vor, dass ich durch den Kurort gefahren bin, war da so ein großes Schild an der Straße, wo drauf stand, hier wird jetzt eine Baustelle sein, hier wird nämlich eine Umgehungsautobahn gebaut. Das war so, oh, spannend. Wenn da eine Straße, wenn eine Autobahn um die ganze Kurstadt gebaut wird, dann wird ja auf dieser Straße, die wir bisher immer fahren müssten, diese Stadtautobahn, dann wird sich ja dann alles ändern. Es ist nur Durchgangsverkehr dort und die tausende Tankstellen und Erotikläden und Autohäuser, das kann ja so nicht bleiben. Also man musste doch jetzt eigentlich wir machen ein Porträt von dieser Straße, so wie sie jetzt noch ist, weil das wird so alles nicht bleiben, alles wird sich ändern. Achso, das war der ursprüngliche Gedanke und dann wolltest du den Bau praktisch auch noch mit einbeziehen in deine... Ja, das war tatsächlich, die erste Gedanke war nur dieses Porträt von der Straße und dann haben wir gemerkt, dass der Bau von die Autobahn um den Ort herum auch eine ganz spannende Angelegenheit ist. Und das würde so, ja, man kann vielleicht sagen, der Film hat zwei Protagonisten. Der eine ist die neue Autobahn und der andere ist diese Straße, die durch den Ort. Wieso hat denn das eigentlich so lange gedauert, bis man das überhaupt gebaut hat? Ich habe jetzt mal recherchiert, weil das war ja eigentlich schon vor 40 Jahren, hätte man eigentlich schon an dem Ort vorbeibauen müssen sollen, weil doch ein Kurort eine Hauptader zu fließen zu lassen, ist ja ein bisschen merkwürdig, sage ich mal. Neutral. Ja, es hat tatsächlich, ich glaube, die Planung hat vor 40 Jahren schon begonnen, das alles zu ändern. Und dann gab es verschiedenste Alternativrouten. Es gab eine Tunnelvariante durch den Ort, es gab eine Südumgehung, es gab eine Nordumgehung. Und alles hatte vor der so Gegenstand und Vorsprecher erinnern. Und letztendlich ist es dann jetzt diese Nordumgehung geworden. Ich habe es munkeln hören, dass zum Beispiel die Südumgehung, da gibt es zwei Golfplätze.
weshalb dort eventuell der Südumgehung nicht geklappt hat. Das ist natürlich nur Spekulation und so, aber es war schon interessant, auch mal zu hören. Die Tunnelvariante war nicht möglich, weil die Heilquellen oder die unterirdischen Quellen, die da fließen, die würden damit vielleicht unterbrochen werden. So, es gab verschiedene Begründungen gegen alle anderen Varianten. Und die Nordumgehung ist es letztendlich geworden. Du hast gerade vorhin gesagt, dein Film hat zwei Hauptprotagonisten. Einerseits die Straße und dann hat es aber natürlich auch diese wunderbaren Menschen, die du da eingefangen hast, die man ja wirklich sehr zu lieben beginnt. Die Karin, glaube ich, heißt sie, mit ihrem Wollladen, das liebe ältere Paar mit ihrem Dackel und auch den mittlerweile ehemaligen Bürgermeister. Wie hast du deine Protagonisten gefunden? Die meisten Protagonistinnen und Protagonistinnen haben wir einfach durch das Anwesensein in Bad Oeynhausen irgendwann getroffen. Also wir haben uns umgeschaut, wo gibt es hier Menschen, die hier wohnen, arbeiten, mit dieser Straße zu tun haben und haben versucht, dort Menschen anzusprechen und dann zu gucken, ja, man hat irgendwann ein ganzes Pool an interessante Leute und dann nochmal ganz spezifisch, wer könnte jetzt wirklich für unser Film interessant sein. Und andersrum gab es Leute, die haben eigentlich uns gefunden. Also es gibt auch den Bodybuilder, Der Bodybuilder und seine Freundin. Genau, der hat uns angesprochen. Ey, Kamerateam, was macht ihr denn hier? Und dann war klar, okay, der ist spannend. Und genauso gilt für das Ehepaar mit dem Dackel, die haben quasi eine Autobahn in deren Garten bekommen haben im Laufe des Films. Die haben auch uns mal angesprochen, der Herr Weihe. Der kam mal zu uns, wo er gesehen hatte, dass wir da in der Nähe gefilmt haben, für seine Wohnung. Und er war natürlich neugierig, was ist denn das hier im Kamerateam? Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und hat er uns Sachen in der Umgebung gezeigt, wo die nächste Bauabschnitt sein wird und so weiter. Ah ja. So kamen wir ins Gespräch und dann haben wir ihn immer mal wieder besucht. Hast du eigentlich, du und dein Team, während der Dreharbeiten auch immer manchmal so richtig mittendrin gewohnt, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, was es bedeutet, wenn diese 25 LKWs in 20 Minuten durchrattern und dann auch diese unendlich viele Leute, die viel zu schnell fahren und so. Hast du da auch mal gelebt, um das zu spüren? Wir haben nie gewohnt an der Straße, aber wir haben schon in der Umgebung gewohnt, immer wenn wir gedreht haben. Da hat man aber von die ganzen Lärm und Gerüche nichts mehr mitgekriegt, sozusagen. Aber überhaupt 4 oder 5 Stunden am Stück auf diese Stadtautobahn zu sein und dort zu drehen, das hat uns immer komplett kirre gemacht. Man würde müde nur von dort sein, weil es ständig so viel Lärm gibt, so viel Ausbrüche. Man hat sich danach dreckig gefühlt nach einem Drehtag, wollte sofort duschen. Also großen Respekt für die Leute, die da jahrelang gewohnt haben und das immer ertragen. Ich könnte es nicht. Ich habe gelesen, dein Film lief schon ein paar Wochen in Bad Oeynhausen mit sehr begeisterten Zuschauern. Wie war denn die Reaktion darauf? Es gab ja sicherlich ein paar, die für diese Trasse waren, also für diesen Autobahnabschnitt, und gab ja auch Gegner, das kommt ja auch im Film vor. Wie ist er denn aufgenommen worden? Und wer ist denn da überhaupt hingeströmt? Na, das war mega spannend. Wir wollten ursprünglich nur eine kleine Premiere machen in Bad Oeynhausen selber und hatten mit dem Kino gesprochen, das war alles möglich. Wir haben uns sehr gefreut auf den einen Abend. Und hatten schon mit der Kinoleiter abgesprochen, welchen Saal wir denn nehmen. Und wir hatten die große Ehrgeiz, wir nehmen den größten Saal vom Kino und wir versuchen, den bis über die Hälfte zu füllen. Das ist wirklich. Aber dann ging es richtig los. Also eine der Protagonistinnen im Film ist ja auch die Reporterin von der Lokalzeitung. Die Journalistin. Ja, die Journalistin. Die hat dann natürlich im Vorlauf auf der Premiere einen riesen Artikel geschrieben über den Film. Und dann auf einmal hat das Kino tausende Anrufe bekommen und E-Mails und waren die Karten Premiere innerhalb 2 Stunden ausverkauft oder Vorverkauf gestartet. Und dann hat das Kino den nächsten Saal dazu gebucht. Der war auch sofort ausverkauft 4 Stunden später und noch ein Saal. Letztendlich lief der Film Premiereabend in 5 Kinosäle parallel, wo quasi jede Viertelstunde der Film gestartet ist und sind quasi über 2500 Leute an den einen Abend in den Kino gewesen. Und danach hat das Kino den Film regulär gezeigt und die Reaktionen waren der Hammer. Wir hatten total viel Bammel, weil das ist natürlich das meist kritische Publikum ever. Die Leute aus der Umgebung, die sich jetzt selber angucken in die Situation. Aber es gab überwiegend
eigentlich durchweg eigentlich nur positive Reaktionen. Die einzige Kritik, die ich gehört habe, war, dass manche Menschen haben gehofft, einen Film zu sehen, der das ganze Bauprozess begleitet und dokumentiert hat. Mhm. Und das war aber gar nicht unsere Intention. Genau, es gab noch eine andere kritische Note, warum wir die Gegnerinnen und Gegner der ganzen Pläne nicht mehr Podium geboten haben. Das lag letztendlich daran, dass wir viel zu spät angefangen haben mit Drehen. Ne, wir haben vorher gesprochen, das hat 40 Jahre gedauert, das Ganze. Und ja, die ganzen Proteste waren auch vor allem in die ersten 32 Jahre bis zum Spatenstich. Wir haben erst angefangen zu filmen nach dem Spatenstich, wo die Proteste schon vorbei waren. Dein Film zeigt ja, das ist jetzt zwar in Bad Oeynhausen, aber eigentlich ist es ein Beispiel für ganz viele Orte, nicht nur in Deutschland, auf der Welt. Was macht man mit dem ganzen Autoverkehr? Mhm. Als man irgendwie vor 40 Jahren Straßen gebaut hat oder nach dem Krieg Aufbau, da hat man ja niemals damit gerechnet, dass es solche Wellen gibt. Hast du eine Idee oder hat dein Film dich selber beim Drehen auf eine Idee gebracht, wie man damit umgehen kann? Güterverkehr auf den Schienen oder what shall we do? Na, Verkehrswende, eindeutig. Tatsächlich Güterverkehr auf die Schienen. Generell sollten Leute weniger Auto fahren. Das ist bescheuert. Das sind die öffentlichen Verkehrsmittel, die wir haben. Es gibt perfekte Zugverbindungen in Deutschland. Mhm. Also da gibt es viel zu tun. Was ich aber spannend fand, das ist auch eine Szene im Film, wie jemand von der Straßenbahn fährt, erklärt an ein anderes Kamerateam, an niederländische Presse, wie diesen Autoverkehr zugenommen hat und dass die ganze Autobahn und ganze Straßen gar nicht darauf ausgelastet sind. Genau. Mhm. Und er sagt unter anderem, dass das ganze Päckchenversand, also die Logistik, die wir machen, die ganze Online-Shoppings, die wir jetzt machen, vor allem auch jetzt in Corona-Zeiten natürlich, weshalb der Autoverkehr so dermaßen zugenommen hat, weil die ganze Logistik so zugenommen hat. Mhm. Und dass das natürlich nie jemand vorher denken konnte, dass das so sein kann. Bist du eigentlich jetzt, also abgesehen von deiner Premiere, wieder mal in Bad Oeynhausen gewesen und hast deine Protagonisten besucht? Warst du auch mal mit dem Ehepaar und dem Dackel im Garten gesessen, wie das jetzt ist? Weil im Film ist es ja, da können sie erst von der Zukunft sprechen. Wie ist es denn jetzt so bei denen? Es ist tatsächlich sehr laut bei das Ehepaar im Garten. Sie haben auch bei der Premiere, kam die Frage aus dem Publikum, und da haben sie das Publikum auch erzählt, dass es im Sommer einfach nicht schön war, dass die einfach weniger draußen waren, dass man ständig so ein Grundrauschen, immer. Das ist immer da, das geht nie weg. Wir waren dann selber auch da und haben festgestellt, dass das tatsächlich so ist. Also es war an sich nicht so dolle laut, wie ich befürchtet hatte, aber es ist immer da. Und früher hat man Vogelgezwitscher gehört. Das ist schon ein großer Unterschied. Was sind denn jetzt deine Pläne für die Zukunft? Das ist ja alles ein bisschen schwierig momentan, aber als Kreativer gibt es sicherlich irgendwas in deinem Kopf. Corona ist natürlich schwierig tatsächlich und ich habe es relativ gut im Vergleich zu vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Also einerseits können wir jetzt die DVD veröffentlichen von unserem Film Autobahn vorantreiben, was sehr schön ist. Also es gab auch echt mega viele Nachfragen in Bad Oeynhausen selber. Da wollen alle Leute einfach die DVD im Schrank stehen haben. Mhm. Das machen wir jetzt, das treiben wir jetzt voran, um hoffen, bald die DVD zu veröffentlichen. Ich versuche parallel auch andere Themen für andere Filme zu treiben. Das ist ja der Vorteil, dass man Recherche oft auch von zu Hause aus machen kann, am Telefon und via E-Mail und Internet. Und ich versuche, soweit es geht, da jetzt Sachen vorzubereiten, in der Hoffnung, dass wenn wir dann wieder Filme drehen dürfen, was nicht möglich ist, dass ich dann sofort weiterdrehen kann an einen nächsten Film, der dann hoffentlich wieder bei DocFest München zu sehen ist. Ja, wir freuen uns schon darauf, dich dann mal wieder live begrüßen zu dürfen. Das ist natürlich noch viel besser als jetzt. Sehr gerne. Ja, alles Gute.